Ja, liebe Zuschauer, und wir machen dann auch gleich mit unserem nächsten Thema weiter. Und zwar kommen wir zum Ladies Cup im Disc Golfen. Davon nämlich am Wochenende jetzt die Europameisterschaft im Volkspark statt. Die Herren der Schöpfung gehörten am Wochenende im Volkspark mal nicht zu den Aktiven. Denn beim ersten Ladies Cup ließen 16 Spielerinnen aus Deutschland und Schweden die Frisbee-Scheiben fliegen. Disc Golf stammt ursprünglich aus den USA und entwickelt sich auch hier mehr und mehr zum Trendsport. Dabei ist das Spielprinzip ganz einfach. Die bunte Scheibe muss in einen Fangkorb geworfen werden. Und das möglichst präzise, denn der Spieler mit der geringsten Anzahl von Würfen gewinnt. Die amtierende deutsche Meisterin Dimut Bartel macht vor, wie es geht. Dass bisher meist Männer zu den Fans des Outdoor-Sports zählten, ist eigentlich verwunderlich. Frauen haben ja meistens die Tendenz, ganz toll Techniken umsetzen zu können. Und es hat schon was Tänzerisches auch, denke ich. Dieser Anlauf und dieser Schwung aus der Hüfte, das ist schon, Frauen können da ganz schnell Fortschritte machen. Und es ist auf jeden Fall geeignet, weil man viel Gefühl braucht. Und genau wie beim normalen Golf ist Frisbee-Golf auch toll für Frauen. Mittlerweile erkennen viele Frauen, dass Disc Golf nicht nur Koordination und Konzentration erfordert, sondern auch eine Menge Spaß macht. Immerhin finden die Spiele mitten in der Natur statt. Die Teilnehmerinnen müssen also die Besonderheiten des Parks, wie etwa Höhenunterschiede, bewusst wahrnehmen, um ihre Scheibe nah genug am Korb zu platzieren. Ein Sport, der anstrengend sein kann, für Teilnehmerin Astrid Dittmann aber vor allem entspannend ist. Ich mache eigentlich andere Sportarten auch, also ich laufe viel und spiele Fußball. Und ja, und dann war ich irgendwann mal verletzt und dann bin ich zu Disc Golf gekommen. Also man geht halt viel spazieren und kann halt mal eine Scheibe werfen. Das kann man noch mal machen, wenn der Knöchel noch kaputt ist. Am Wochenende war der Knöchel aber zum Glück unversehrt und Astrid Dittmann am Ende auf dem dritten Platz. Ein guter Start, denn nach diesem Ladies Cup sollen schon bald weitere Damenturniere folgen.